Ich will mal gleich mit der Tür ins Haus fallen. Was Arminia sich da in Augsburg geleistet hat. Junge, Junge, da kann man wirklich nur staunen. Ich frage mich nur, wo da ein bisschen Qualität ist. Also, es gibt gute Leute und vom Namen her muss das bei Arminia doch viel besser laufen. Also der Ernst Middendorf, der hat schon recht, als er sagte in seinem Interview, bei Arminia, da fehlt die Identifikation mit dem Verein, bei diesen Leuten. Das sind alles Ausgeliehene, denen ist das im Prinzip egal, was passiert, aber mit dieser Leistung, also da sind wir Absteiger wirklich Nummer 1 oder vielleicht sogar nur, also sagen wir mal Nummer 2. Denn die beiden, die jetzt unten stehen, das werden wohl, also wenn das so weitergeht mit Arminia, das sage ich, dann wird das nie was werden. Dann werden wir sofort wieder runtergehen. Aber wie ich damals schon sagte, das zweite Jahr ist immer das Schwerste, weil sich der Gegner auf uns eingestellt hat und dann die Abgänge, die auch schwer zu verknusen waren. Naja, und dann wollen wir mal sehen. Jetzt bin ich aber gespannt, wie das am, also das Spiel in Augsburg, das wollen wir mal abhaken, das war totaler Mist. Aber jetzt am Samstag Dortmund, das ist eine Granate, also da frage ich mich nur, wie wir die, das geht überhaupt nicht. Also mit dieser Einstellung kann Arminia gegen die nichts erreichen. Das sage ich einfach so und das stimmt. Das ist nicht nur meine Meinung, das werden andere auch sein, andere auch die gleiche Meinung haben. Vielleicht spricht sie keiner aus, aber ich tue es. Es ist wirklich schade, dass Arminia so abgesackt ist. So abgesackt ist. Man kann wirklich nur hoffen und Daumen drücken, dass das besser wird. Und die Hoffnung, wie gesagt, die stirbt zuletzt. Wir wollen sehen, was daraus wird. Also diese Frustaussage, dass ich die Punkte selbst nach Dortmund bringen wollte, die müssen wir mal ganz schnell in den Eimer hauen. Das ist so nicht gemeint. Das ist auch kein Spaß, das ist nur der innere Ärger, den ich habe. Aber ich bin so glücklich, ich habe doch noch eine Karte erwischt und freue mich auf das Spiel am Samstag. Also dass wir nicht gewinnen können, das ist uns völlig klar, aber es soll ein schönes Spiel sein, dass wir viel Spaß haben. Mehr können wir nicht erwarten. Ha 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 ha